Bis zum nächsten Song Contest dauert es zwar noch eine ganze Weile, doch diese Frauenriege macht sich schon bereit. Sie will Österreich vertreten. Ihr Name klingt irgendwie vertraut, Hyäne Fischer. Die Single Im Rausch der Zeit und das dazugehörige Video sorgen gerade für Aufsehen in den sozialen Medien. Manche verwundert die ästhetische Aufmachung. Wird hier der Nazi-Ästhetik gehuldigt oder was steckt genau hinter dieser Inszenierung? Alpenpanorama, Lodentrachten und fetzige Electrobeats. Wer ist Hyäne Fischer? Es wird gemutmaßt, dass es sich dabei um eine Aktion des feministischen Satireprojekts Burschenschaft Hysteria handeln soll, was diese auf Facebook aber vehement abstreitet. Im Interview mit der Managerin zeigt sich das perfekt inszenierte Verwirrspiel des Künstlerinnenkollektivs hinter dem Namen Hyäne Fischer. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Projekt immer wieder dieser Burschenschaft zugeordnet wird. Wenn wir vom Parlament reden, reden wir dann nur von der Burschenschaft Germania. Ich glaube nicht. Also behalten wir das bei dem Projekt auch bei, würde ich sagen. Der Kritikpunkt, dass das Musikvideo an Aufnahmen aus den 1930ern von Eva Braun anspiele, sei an den Haaren herbeigezogen und falsch interpretiert. Das mag vielleicht den Trugschluss der 30er Jahre zulassen, aber es geht da um 4 emanzipierte Frauen, die zusammen feiern und die keineswegs ein Frauenbild aus den 30ern reproduzieren. Es gab in den 30er Jahren mehr Frauen als Eva Braun. Und Eva Braun war nicht so gestylt, weil so gestylt wären eher Widerstandskämpferinnen, intellektuelle Frauen gewesen. Geschmacklos und skandalös nennen viele das Musikvideo in den sozialen Medien. Für die Musikjournalistin Nathalie Brunner liefert das Kollektiv hinter Hyäne Fischer aber mehr als nur eine geschickt lancierte Provokation. Ich würde sagen, es ist eine Kulturkritik oder besser, es ist eine Kritik an einem rückwärtsgewandten Kulturbegriff, der von den rechtskonservativen politischen Kräften jetzt versucht wird, als der Status quo installiert zu werden. Ob Hyäne Fischer tatsächlich für Österreich am Eurovision Song Contest in Israel teilnehmen wird, ist im Gegensatz zu den Behauptungen des Kollektivs noch nicht fix. Von Seiten des ORF heißt es: Die Bewerbung ist am Wochenende eingegangen im ORF und wir schauen uns das wie bei allen Bewerbungen genau an. Was allerdings heute schon feststeht, dem Künstlerinnenkollektiv ist ein durchaus polarisierender und provokanter Hit mit Ohrwurmcharakter gelungen. Es wird ein Wein sein und er wird niemals.